Die Harzer Schmalspurbahnen gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Schmalspurbahnen Deutschlands und beeindrucken nicht nur durch die malerischen und natürlichen Landschaften des Harzes, sondern auch durch das dort verkehrende historische Rollmaterial. Tagtäglich ziehen die Dampf- und Diesellokomotiven der HSB die bis zu 8 Wagen langen Züge von Wernigerode bis zum Brocken nach Nordhausen oder auf der Selketalbahn von Quedlinburg bis nach Nordhausen oder Harzgerode und zurück. Auch Dieseltriebwagen gehören zum Portfolio der Schmalspurbahnen. Dabei dienen sie bei weitem nicht nur touristischen Zwecken, sondern sind teilweise auch vom Land bestellter Nahverkehr in der Harzregion. Die im Train Simulator durch die Waggonwerkstatt nachgebaute Strecke deckt die Abschnitte Wernigerode Dreiernhohne der Harzquerbahn und die vollständige Brockenbahn von Dreiernhohne zur Spitze des höchsten Berges des Harzes ab. Eine Dampflok zu bedienen kann für Nicht-Fachkundige oder Einsteiger anfangs kompliziert werden. Hat man das Prinzip verstanden, ist es jedoch kinderleicht. In diesem Video wird die Bedienung der bei der Strecke mitgelieferten Neubau-Lok der HSB erklärt. Ab Schierke startet der anstrengendste Part der Strecke. Haben wir zuvor auch schon die maximale Steigung von 33 Promille erlebt, muss man diese AP jedoch auf ganzen 14 Kilometern aushalten. Hin und wieder, aber selten, mit einem Zwischenhalt am Goetheweg. Beginnen wir nun mit dem Aufrüsten und arbeiten uns über die Anfahrt bis zum laufenden Betrieb der Dampflok vor. Beginnen wir mit der Prüfung. Wie viel Wasser haben wir im Wasserkasten? Wie viel Wasser haben wir im Kessel? Dasselbe gilt für die Kohle. Im Quick Drive starten wir mit 48% Kohle und 99% Wasser. Dies kann in Szenarien allerdings abweichen. Das Wasser sollte dann erst im Stand auf 85 bis 95% gefüllt werden. Im Stand aktiviert man bei einer Dampflok außerdem das Gebläse, um für mehr Saugzug zu sorgen, damit das Feuer am Leben bleibt und Kesseldruck aufgebaut werden kann. Nun sollte die Handbremse gelöst werden, wenn dies nicht schon passiert ist. Möglich ist das über das Symbol im HUD oder im Führerstand. Das Licht aktiviert man, indem man in der Lok die Lichtmaschine dreht und dann die Taste H drückt. Bevor es losgeht, öffnen wir die Zylinderhähne und deaktivieren das Gebläse. Jetzt legen wir die Dampfentnahme der Richtungswende im HUD auf zwischen 50 und 75%. An diesem Punkt streiten sich die Geister, ob voll ausgelegt wird oder nicht. Anders als bei E- oder Dieselloks dient der Richtungswende nicht nur der Richtungsangabe bei Dampfloks, sondern vor allem, wie viel Dampf aus dem Kessel entnommen wird. Bezeichnung Dampfentnahme oder Dampfregler wäre hier also angebracht. Die Bremse sollte nun auch gelöst sein, normalerweise startet man aber ohne angelegte Bremse, abseits der Handbremse. Den Leistungsregler kann man nun ebenfalls langsam öffnen, bis die Lok in der gewünschten Beschleunigung anfährt. Sind wir ein paar Meter gefahren, werden die Zylinderhähne wieder geschlossen. Nun legt man die Dampfentnahme konstant zurück auf einen Wert zwischen 15 und 30% und verändert zugleich den Leistungsregler so, dass man weiterhin beschleunigt. Abhängig ist dies von der aktuellen Steigung und dem Gewicht des Zuges, also in unserem Falle der Wagenanzahl. Da wir gerade mit 8 Wagen unterwegs sind, sollten wir natürlich bei 30% bleiben.
Den Leistungsregler kann man nur so justieren, dass die Geschwindigkeit des Zuges stagniert. Nun müssen wir das Wasser, die Kohle und den Kesseldruck im Auge behalten. Wir begrenzen den Wert der Kohle zwischen 55 und 75%, den Wert des Wassers zwischen 85 und 95% und den Kesseldruck zwischen 13 und 14 bar, im Optimalfall sogar konstant auf 14. Ob wir alles richtig machen, können wir sehen, indem wir das Hub mit F4 schließen und doppelt F5 drücken. Nun werden uns mehr Details zum Status des Zuges angezeigt. Unterwegs nimmt die Dampferzeugungsrate konstant ab, bis sie nicht mehr ausreicht, um uns auf den 30 km/h zu halten. Dann müssen wir die Luftklappen öffnen, um das Feuer wieder mit mehr Sauerstoff zu versorgen. Diese befinden sich unten auf dem Boden vor der Feuerbüchse und können nur mit Maus bedient werden. Gedrückt halten und Maus nach oben rechts ziehen, um sie zu öffnen. Nach oben links, um sie wieder zu schließen. Hier die Erklärung zu den Werten. Ist wenig Kohle in der Feuerbüchse, entsteht auch wenig Dampf, da sie schneller Löcher im Feuer bilden, die kalte Luft anziehen. Ist die Kohle zu viel, ist die Dampferzeugung aber auch wieder weniger, da die frische Kohle erst braucht, um warm zu werden und zu brennen. Haben wir aber ausgeglichen viel Kohle im Ofen, ist die Dampferzeugung genau richtig. Im TS ist dies durch einen Optimalwert der Kohle im Script geregelt. Das Wasser wird zu Dampf, logischerweise. Haben wir zu wenig, entsteht wenig Dampf. Haben wir sogar viel zu wenig, kann der Kessel auch überhitzen und die Lok explodieren. Allzu viel Wasser macht es aber auch nicht besser, also bleiben wir über viel, aber nicht zu viel. Der Kesseldruck ist der Messwert, wie viel Dampf sich gerade im Kessel befindet. Wenig Dampf, wenig Druck, viel Dampf, viel Druck. Ausgeglichen wird dies durch die Überdruckventile. Warten und zusehen ist jetzt aber auch nicht der richtige Weg, denn immer wieder muss man nachjustieren, um Schwankungen auszugleichen. Und so erreichen wir mühelos den Brocken.